Gehe dann, wenn du Licht hast. Ja, genau das haben wir vor, liebe Leute. Hey ho, herzlich willkommen zu Shadow of the Tomb Raider natürlich. Ihr wisst es ja schon. Wir sind schon richtig schön weit in dieser Serie, in diesem grandiosen Spiel, was wieder ein neues Rätsel für uns parat hält. Jona, der wartet da auf uns. Deswegen werden wir jetzt mal einfach die Lara packen und weitermachen. Viel Spaß. Ja, gehe, wenn du Licht hast. Ich denke mal, das bedeutet, wir schieben diesen Spiegel hier hin. Und das war's. Sind einen Schritt weiter. Ob das immer so leicht bleibt? Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Oh Mann. Es ist alles total cool. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Ich dachte eher zweites, ja. Eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Okay. Super, das mit diesen Stationen. Der Spiegel ist staubig. Das bedeutet, der leitet das Licht nicht so richtig weiter. Oder wie oder was? Können wir denn was machen? Irgendwie einen Lappen? Haben wir einen Lappen hier? Ich such mal einen Lappen. Mal das Tor angucken hier. Hier geht's noch ein Stückchen weiter, jawohl. Ah ja, okay. Wir brauchen das Licht, das uns den Weg zeigt. Richtig, bevor die Dunkelheit uns überholt. Er ist gestürzt. Ja, Station 2 war das doch eigentlich, ne? Jesus auf dem Kreuzgang, die 7 Stationen, die waren vor 400 Jahren, als dieser Lopez lebte und diese ganze Geschichte hier gemacht hat. Hatte der Kreuzweg irgendwie 7 Stationen. Ich kenne mich nicht aus, heute ist das offenbar anders, es sind mehr oder weniger Stationen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir diesen Spiegel auch drehen und dann... Ich helfe dir rauf. Ah. Lara, hey, hat immer einen Lappen dabei. Hat geklappt. Super coole Idee, wirklich. Find ich. Man fragt sich. Da entlang. Ja, man fragt sich immer, ey, was muss denn jetzt machen? Was muss denn jetzt? Und dann das Naheliegendste, ne? Also irgendwie völlig cool. Ach, was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Das war ja gemein. Hätte ihr fast da in die Möpse reingepiekt. Und das wollen wir ihr ja jetzt nur nicht wünschen, ne? So, das ist jetzt... Ja gut, der leuchtet dann darüber. Macht das alles schön hell. Hier ist jetzt wieder irgendwas. Ich kann es jetzt drehen. Sehr gut. Und wahrscheinlich jeden Raum nacheinander. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Okay. So, mal der Reihe nach. Da vorne ist ja nichts. Hier geht's nochmal lang. Hier ist eine Frau zu sehen. Maria vielleicht. Also, das war der Raum ist schon aktiviert, glaube ich. Hier, da hängt ja schon einer. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Oh Mann. Komm, drehen wir mal ein bisschen. Anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta.
Gut. Ich krieg's hin. Ja, aufgepasst, ne? Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Ah, so, jetzt verstehe ich das mit dem Sturz auch, okay. Ich dachte, warum ist denn der Sturz zweimal? Okay, lernt man richtig was hier, ne? Gut. Jona, kommst du auch oder bleibst du da im Sonnenschein? Hast das super gemacht. Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Mhm. Erstaunlich, oben haben wir wahrscheinlich zufällig den richtigen Raum gewählt, ne? Da waren ja noch zwei, wo ich den Spiegel hätte drin hindrehen können. Einer war da schon mit aktivierter Falle. Der Lopez andere, hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Bauert pervers, mit Mumien dazu nachstellen. Sie das heben ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Sie heben ihn hoch. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Gut, jetzt haben wir hier noch ein Kreuz. Das hat auch so ein Lupensymbol. Wo kommt denn das Licht an? Hier. Gut, müssen wir das da gleich hinfahren? Ja, ich glaube schon, ja. Auf der anderen Seite steht allerdings auch nochmal ein Kreuz. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Gut, jetzt muss der Lichtstrahl ja erstmal hier hin, ne? So. Und da müssen wir da Dinge drehen. Weiter geht es aber nicht. Okay. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind.
Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Okay, also, dann haben wir, also, er nimmt das Kreuz auf die Schulter, das ist der erste Schritt, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Gucken wir mal, erstmal das Kreuz auf die Schulter, wo haben wir das denn? Kreuz auf die Schulter ist, das ist doch hier schon sofort, das muss doch auf dieser Seite sein, hier. Hier nimmt er es auf die Schulter. Er trägt das Kreuz. Hier trägt das schon, gut. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er nimmt das Kreuz auf, das ist der erste Schritt. Da steht ja hier das Kreuz schon parat. Wie kriegen wir jetzt das Licht dahin, verflixt nochmal? Wie stehen denn die Spiegel hier oben? Vielleicht kann ich hier einen anvisieren, der dann wieder zur anderen Seite rüberstrahlt. Das muss ich einfach mal der Reihe nach versuchen. Nee, da strahlt jetzt nichts rüber. Auch nicht. So, jetzt schaue ich erstmal, dass ich die funktionierenden... Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert. Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. So. Das war wesentlich einfacher, als ich dachte. Man muss in einer wirklich völlig richtigen Reihenfolge vorgehen, aber... Naja. Was ist hier bloß passiert? Oh. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Hm.
Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Unuratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feiger, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Alle Einheiten, hier Commander Rook, Jonah Mayava, du Idiot. Crofts Freund, bei Sichtkontakt, Feuer frei. Ja, Sir. War das Rook? Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Gut, Leute. Gerade viel Funkverkehr. War sehr interessant. Alles Nähere, vielleicht werden wir mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben in der nächsten Folge oder so, falls wir das hier überstehen. Sehr interessante Story wieder und auch das Rätsel war, hat mir gefallen. Ja, tatsächlich, wir wurden ein bisschen auf die falsche Spur geschickt von diesen Rätseln. Haltet diesen Kanal frei. Aber Sir, wir haben Störungen im Nordwesten. Die Lage ist unter Kontrolle. Nochmal, haltet diesen Kanal frei. Rogue out. Und Vorbudler auch out.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Schaltet dann wieder ein. Vielen Dank für heute. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.